herzlich willkommen zu dem Tutorial, wie man den Rayline FR01 tunet, also Aluteile, Umbau und solche Sachen und gleichzeitig auch, wie man den zerlegt. Also es ist eigentlich ein Video, was mehr oder weniger beides erklärt, weil ich muss den ja zerlegen, um die Tuningteile einzubauen und einerseits für das Reparieren ganz, ganz gut, falls mal irgendwas brechen sollte, wie eine Radnarbe oder irgendwie sowas. Und gleichzeitig baue ich dann auch einfach direkt die Tuningteile ein. Das ist hier nicht der normale FR01, sondern der FR01S. Der hat ein paar Modifikationen bereits von Hause aus. Kostet minimal mehr, hat dafür aber schon, kann ich mal kurz zeigen, direkt den größeren Motor drin, der dann bis zu 70 km/h anstatt 50 km/h fährt. Den FR01, den normalen, zeige ich euch hier, da wird in einem Video empfohlen, dass die Review vom FR01 und das ist genau der gleiche, nur halt mit ein paar Verbesserungen. Akku ist nicht richtig reingelegt, aber ist jetzt auch nicht so. Als erstes Akku, neue Stecker, T-Stecker, da passen nicht die Original-Akkus rein. Der hat einen größeren 1500 mAh Akku mit einem T-Stecker hier. Also erste Änderung, was natürlich super ist. Zweitens, Motor ausgetauscht. Viel größerer Motor drin, ist glaube ich ein 530er. Die Übersetzung ist anders, fährt jetzt bis zu 70 km/h anstatt 50 oder 48, was auch immer da angegeben wurde. Und die haben hier, das war vorher auch aus Metall, aber die haben jetzt hier diese ganzen, die Übersetzungen hier. Kann man das Übersetzung nennen? Sieht man das? Da, genau da. Die sind jetzt auch alle aus Metall, die waren davor aus Plastik. Also es ist quasi jetzt eine komplette Antriebswelle aus Metall. Und was haben sie noch gemacht? Antriebswelle. Sieht man das? Hier das silberne Ding da unten. Das war davor aus Plastik. Hatte ich auch mal einmal ein Problem, dass anscheinend die Vorderräder wurden gestoppt. Also beim normalen FR01. Der Motor hat weiter Gas gegeben und das Ding hat sich komplett verdreht. Passiert jetzt nicht mehr, weil die komplett aus Metall ist. Also dementsprechend müssen die Teile bei dem Ding nicht mehr ausgetauscht werden. Werde ich aber trotzdem mal bestellen. Also bedeutet, Antriebswelle wird aus Metall kommen. Genauso wie hier diese Umbaudinger, sodass man auch den normalen FR01 umbauen kann und damit halt auch ein bisschen mehr Stabilität und Sicherheit hat. Fangen wir dann mal an. Also Tuningteile, was ich jetzt im Moment da habe, also es gibt noch mehr Sachen, sind einmal hier diese, ich würde sie mal Radaufhängungen nennen, das sind alles Schienen aus eloxierten, blauen, CNC gefrästen Aluteilen. Das ist einmal hier vorne das Teil, das kann man dann austauschen. Auf jeden Fall dann nachher schick aus. Und ist natürlich dann, weil die Teile sind schon extrem belastet. Also besonders die Radnarbe hier vorne, wenn man da irgendwo gegenkommt oder irgendwas, kann das natürlich brechen. Ne? Also man kann tatsächlich nichts unzerstörbar bauen. Und da würde man entgegenwirken, indem man halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und das Ding einfach umbaut. Ich habe hinten diese Radnarbe. Das ist die hintere. Ja. Dann hätte ich hier die vordere. Und was habe ich noch? Hier diese Axtträger, ne, von unten die Dinger. Und dann gibt es noch jede Menge mehr Sachen. Es gibt noch die Reifen aus Aluminium, es gibt andere Stoßdämpfer. Hier diese Träger hier, die können auch ausgetauscht werden. Hier dieses Kappenstück, ist jetzt nicht so interessant, aber kann auch aus diesem eloxierten Aluminium gemacht werden. Die ganzen Streben hier. Ich glaube, das ganze Lenksystem hier, also zumindest hier diese... das Teil, was sich hier unten bewegt, was so ein bisschen versteckt ist, das kann man auch austauschen. Und was war noch? Bei dem FR01 gibt es noch die Zahnräder. Die sind dann auch aus Metall. Funktioniert bei dem FR01S funktioniert das nicht. Die hat eine ganz andere Übersetzung, ganz andere Zahnräder. Aber für den FR01 gibt es halt noch die Metallzahnräder. Die sind dann nicht mehr aus Zink. Ist das Zink? Messing? Weiß ich jetzt nicht. Plastik, sondern sind dann komplett aus Metall. Also bedeutet, man könnte theoretisch für den FR01 alle die Zahnräder aus Metall machen und dann gleichzeitig die Welle aus Metall, was natürlich ziemlich geil ist. Und was es noch gibt, sind Kugellager. Man kann also, ich glaube, der ist nicht kugelgelagert, im normalen, doch, ist der Kugel? Ne, ist der nicht. Das sind einfach so Messingringe, wo die Dinger drin geführt sind. Und da könnte man Kugellager reinmachen. Ist natürlich noch geiler für das Laufgefühl oder auch für die Schnelligkeit, die der dann erbringen kann. Also, fangen wir mal an mit einem der bis jetzt gern bestellten häufigsten Ersatzteile und das ist hier diese Radnarbe vorne.
Radner behindert natürlich auch, aber die bricht gern mal. Und gerade wenn man mit 50 oder vielleicht 70 km/h irgendwo gegenfährt, dann passiert das relativ schnell. So, erstmal müssen die Reifen abgenommen werden. Bei dem ist auch noch besonders, der hat hier zwei Schrauben und der hat längere, ja, wie nennt man das? Also da, wo man die Reifen drauf machen, deswegen können da auch diese größeren Reifen drauf, die man separat natürlich bestellen müsste. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber werden wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich kommen. Und um das zu öffnen, braucht man eigentlich hier dieses Tool, was immer dabei liegt. Und eigentlich so das Wichtigste ist, weil ansonsten wüsste ich auch nicht, wie man die abbekommen sollte, außer vielleicht mit einer Zange, aber ist jetzt auch nicht so ganz geil. Ich mache jetzt erstmal hier kurz die Schrauben ab. Und dann tauschen wir mal ein so ein Teil aus. Ich werde immer, wenn ich merken sollte, dass irgendwas zu langweilig wird, vorspulen. Um das Ganze mal ein bisschen schneller zu machen, weil so ein ganzes Teil auseinanderzubauen ist immer relativ lange und ja, dauert halt einfach, ne? Bis alle Schrauben gelöst sind. So, ich werde erstmal zeigen, wie man hier die Radnaben entfernt und umbaut, weil das so am wichtigsten ist. Danach gehen wir auf Motorenumtausch, Platinenumtausch. Wo Platinenumtausch, ja, gucken wir mal. Auch wie man hier die Achse rausnimmt und wie die Differentiale verbaut sind und solche Sachen. Und ja, jetzt kann man schon das Rad abnehmen. Dahinter ist, ich weiß jetzt auch nicht, wie man das nennt, aber aufpassen, hier ist ein Pin drin und den nicht verlieren. Weil das schon ein kleines Teil ist, wenn das mal ein Teppich fällt oder irgendwas, ist das relativ zügig weg. Ich lege die Sachen wie immer einfach alle zusammen, also alles, was zusammengehört, lege ich so beisammen weg. Und ja, jetzt hätten wir schon mal einen Blick darauf, wie das Ding hier aussieht. Das Teil können wir abmachen. Die Dinger, also all diese Noppendinger, sind mit einem, ich glaube, das sind Innensechskant, relativ klein. Muss ich das Ding hier irgendwo rumliegen? Oder habe ich schon wieder verloren? Ansonsten kann ich immer noch, mal gucken, hier ist das Kleinste, was ich hier habe. Ansonsten müsste ich gleich nochmal suchen. Ne, das würde passen. Dann brauche ich es mehr. Das ist ein, wie heißt das nochmal, Hexerschraubendings, irgendwas, keine Ahnung. Schreibe ich auf jeden Fall hier hin, was es ist oder was ihr braucht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das 2 mm ist oder nicht. Ich guck mal ganz kurz. Also ihr braucht auf jeden Fall einen Innensechskant mit um die 1,6 mm. 1,66 mm plus minus. Wo ist denn jetzt mein kleiner Innensechskant? Ich habe den vorhin hier hingelegt und auf einmal ist der weg. Aber kennt ihr wahrscheinlich, wie das so ist. Ich habe mir das in die Hosentasche reingesteckt. Naja, auch viel zu klein. Ist hier irgendwo auf dem Boden? Ne, auch nicht. Na gut, ich mache das hier mit diesem Hexer-Ding. Ist nicht perfekt, aber funktioniert trotzdem. Habe ich davor auch schon mal gemacht. Also ihr könnt die Dinger einerseits rausdrehen oder auch abmachen. Also ich könnte das jetzt auch abdrücken, aber ich schraube das jetzt einfach mal raus. Das ist auf jeden Fall ordentlicher. Muss man da auch nicht richtig dran rumdrücken. So, jetzt die Schrauben lösen. Das kann wieder weg. Einmal oben die Schraube. Ist jetzt aber auch nicht so dramatisch, glaube ich. Einmal unten die Schraube. Und dann hätten wir dieses Teil in der Hand. Aufpassen, das Ding fällt dann auch meistens mit raus. Und jetzt könnte man theoretisch schon das Ding rausholen. Die beiden Kugellager wechseln. Das sind ja hier nur diese Messingringe. Also Kugellager wechseln. Radnabe umtauschen gegen das Aluminium-Ding und dann hätte man das ausgetauscht. Wir gehen aber jetzt noch weiter, weil wir wollen ja auch nochmal hier diesen Achsträger und das Ding rausholen. Also ich werde eine Seite auf jeden Fall komplett machen. Der Rest machen wir dann in so einem... Das lege ich mal auch so zusammen weg. Mache das dann alles gleich nochmal separat. Ja, gehen wir mal weiter. Hier sind nochmal zwei Schrauben. Eine hier.
und eine da, auch relativ logisch aufgebaut. Und dann hier nochmal das Ding entweder, Fokus, entweder abdrücken, was aber in den meisten Fällen doch geht einfach. Also einfach entweder abdrücken oder halt mit einem Imbus, nicht Imbus, sondern einem Innensechskant abmachen. So, dann schraube ich mal hier so ein bisschen weiter. Auf jeden Fall alles machbar und alles nicht so dramatisch. Weil ich habe einen Kunden, der gerne den ganzen Buggy immer einschickt, wenn der mal irgendwo gegenknallt. Für Teile, die jetzt nicht wirklich teuer sind. Aber trotzdem entstehen dadurch halt die ganze Zeit Versandkosten für, ja, unnötig eigentlich. Weil die meisten Sachen sind, wie man sieht, werden dann zwei Schrauben rausgenommen, einmal abdrücken und dann könnte man das Teil schon, der hatte nämlich die Radnabe kaputt. Das ist dann auch halb so wild. Also auch für Leute, die jetzt nicht großartig viel mit Modellbau zu tun haben, machbar. Ich bin jetzt selber nicht der Riesenprofi oder irgendwas. Ich mache das ja auch nur beruflich. Habe aber Spaß dran. Also hier hätten wir dann schon mal diesen, ist das der Achs, der Radnabenträger, wie auch immer man das nennt. So, lege ich auch mal beiseite. Wir wollen ja hier dran an das Ding. Und dafür nehme ich jetzt mal hier, komme ich da dran? Muss ich einfach abklippen. Schön brutal. Wenn ich das hier richtig sehe, doch. So, boah, schön fest. Und dann sind hier zwei Schrauben und ich wette, mit diesen zwei Schrauben kann ich das Ding abnehmen. Und dahinter wird sich dann irgendwas verbergen, um hier diesen Pin zu lösen. Ich mache mal unten die, das lege ich mal hier zusammen weg. Immer die Sachen zusammen weglegen, ansonsten ist das immer ein Chaos, die richtigen Schrauben dann zu finden. Machen wir das auch schon mal ab. Zack. Jetzt habe ich alles rausgeholt. Also das ist auf jeden Fall die Halterung für diese Pins hier. Jetzt habe ich das Ding, ich wette da, ja genau, hier ist noch so eine Unterlegscheibe. Hier ist eine Unterlegscheibe. Sieht man das? Hier, das kleine Ding. Nicht vergessen beim wieder reinbauen, hatte ich nämlich letztens mal auch, dass ich das ganze Ding zusammengelegt habe und dann diese Unterlegscheiben übrig waren. Das war bei dem großen FR03. War genauso aufgebaut hier. Versuche wieder dran zu machen. Noch reinzuschieben. So, dann einfach dieses Ding hier rausziehen. Unterlegscheibe nicht vergessen. Und dann hätte man diesen vorderen Achsträger auf jeden Fall in der Hand. Ja, kurzer Cut, weil meine Speicherkarte war voll. Aber jetzt geht's weiter. Also wir haben gerade den Achsträger abgenommen. Und den tauschen wir dann mit dem richtigen Achsträger. Einfach darauf achten, dass das halt auch die richtige Seite ist. Tauschen wir dann aus. Und hätten dann schon mal die Front umgebaut. Also zumindest beispielhaft an einer Stelle. Jetzt wird es ein bisschen fummelig, weil man muss diesen Pin hier durchstecken. Und gleichzeitig diese Hülse gleich wieder da dran machen. Dafür ein bisschen hoch das ganze Teil. Jetzt diese Hülse dran. Oder Unterlegscheibe oder was auch immer das ist. Und das Ganze wieder reindrücken. Na, wo ist das Loch? Ja. Yeah. Jetzt das ganze Ding wieder drauf machen. Ich werde nachher zeigen in der Timelapse, wie ich das ganze Ding umbaue. Also zumindest mit den Teilen, die schon da sind. Und aber jetzt machen wir erstmal nur die Seite beispielhaft. Dann weiß man, wie es auf einer Seite funktioniert und hinten wird es ähnlich sein. Dann wieder festmachen. So, jetzt haben wir das richtig. Kann man das hier wieder sehen? So, das Ding muss wieder dran gedrückt werden, also hier der Stoßdämpfer.
Ich mache das erstmal fest. Ich ziehe das besser fest, weil die Schraube war ein bisschen locker. So. Jetzt wieder drauf mit dem Teil. Im richtigen Moment drücken. Komm schon. Die schön feste. Ist auch gut. Oh, meine Finger. So, haben wir drauf. Und als nächstes das Ding war, wenn ich mich nicht irre. Komm auf der anderen Seite. Genau. Das kommt dann so dahin. Das tausche ich jetzt auch aus durch das Alu-Teil. Gucken, dass das das Richtige ist. Hier einmal das Ding abnehmen. Plastik hier sauber machen. Und hier wieder dran. Passt doch perfekt. So. Volle Konzentration, damit man nicht wieder dumme Fehler macht. So, das kommt dann weg. Das kommt dann hier rein. Rein. So, nochmal ein kleiner Schnitt, weil ich habe die falschen Schrauben benutzt. Die Schrauben sind falsch. Ich muss die beiliegenden, habe ich nicht gesehen, die beiliegenden silbernen Schrauben benutzen, um das Ding hier festzumachen. Und die sind nämlich ein Stück kürzer, weil ich habe die nämlich gerade nicht richtig reinbekommen und habe mich gewundert, warum das nicht geht. Jetzt nochmal das Ganze. Das sollte schon ein bisschen leichter sein. Ja, die flutschen nämlich auch besser. So, fest. Und die anderen waren sehr brutal. Hätte zwar auch gehalten, aber war jetzt nicht optimal auf jeden Fall. So, festziehen, fertig. Also, die beiliegenden silbernen Schrauben reindrehen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht so. Ansonsten, was machen wir jetzt? Die Radnabel mit den Kugellagern. Da werde ich auch die Schrauben austauschen, sicherheitshalber mal, gegen die silbernen, die dabei liegen. Die Kugellager einfach reinlegen. Von der einen Seite das kleine, von der anderen Seite das große. Aufpassen, dass sie nicht rausfallen. Dann hier diese... Ja, wie nennt man das? Diese Radaufhängung, Radschraube, das nehmen und da durchdrücken. So, und das Ganze dreht sich dann wunderbar. So, und das kommt dann... Boah, fällt ja alles auseinander. Kann ich das auch danach machen? Ich glaube schon, ich mache das danach. Ich schraube das erstmal an und dann mache ich das fest. So, jetzt einmal da reindrücken. Dann die silbernen Schrauben nehmen. Also nicht die schwarzen Schrauben, nicht die Originalschrauben, sondern immer die silbernen Schrauben. Die liegen aber dann im Set dabei. Auch wenn sie nicht auf dem Bild sind oder irgendwas, die sind meistens dann dabei. Und dann einmal festziehen. Wird ganz schön warm hier in dem Studio mit den ganzen Lichtern. Einmal schön festziehen. Kann sich noch bewegen, ist aber fest. Kann man schon noch ein bisschen fester ziehen. Ich habe irgendwie den falschen Schraubenzieher, der ist nicht so wirklich griffig. Ja.
Dann können wir hier nochmal diesen Pin reintun. Pin reintun. Den ziehe ich mal kurz mit meinem... Den habe ich jetzt abgemacht. Ein bisschen festziehen. Passt schon. Dann kann man das Ding hier rausholen. Ich gucke gerade, ob die unterschiedlich sind. Also das ist der Original, dieses Kugelkopf-Ding. Und die beiliegenden sind hier. Die müssten aber eigentlich gleich sein. Ich gucke mal ganz kurz, ob da ein minimaler Unterschied ist von diesem Schraub, von diesem Gewinde her. Aber die sehen gleich aus. Also dann könnte man wenigstens die Original-Kugel-Gelenkdinger hier nehmen. 2,37. 2,35, 3,8, 3,6. Ist wahrscheinlich gleich. Also die sind gleich. Da sehe ich keinen großen Unterschied. Dementsprechend auch nicht so dramatisch, wenn man die austauschen müsste. So, wieder zurück. Mal liegen, blödes Ding. So, ja, weiter im Kontext. Da können wieder die Dinger dran gemacht werden. Ah, oh, mein Finger. So, dann hätten wir hier schon mal die Lenkung und sieht schon mal ziemlich geil aus. Kann man das sehen? Immer scharf stellen. Wäre dann alles quasi die linke Seite aus CNC gefrästen, sehr schönen blau eloxierten Aluminiumteilen, was das ganze Ding natürlich dann viel hochwertiger macht. So, dann einmal das Ding da wieder rein. Kriege ich das? Ich kriege das gar nicht so da rein. Oh nein, ich muss das zumindest wieder abklippen. Na gut, ist nicht so ganz dramatisch. Das muss nämlich ausgehängt sein, damit das funktioniert. So. Das wenigstens da rein. Oh, Kugellager kriege ich rein auf jeden Fall. Oh, ich hoffe mal, das war keine so doofe Idee. Kugellager kriege ich rein. Kriege ich das da rein? Ja. Geh rein. Yes. Boah, Glück gehabt. Sonst hätte ich das wieder zerlegen müssen. So, dann kommt hier von der anderen Seite das kleine Kugellager. Dann machen wir hier dieses Metallding, legen wir einfach hier rein. Und dann in die andere Seite und dann einfach zusammendrücken, bis das dann irgendwann funktioniert. Oder einfach hier ein bisschen drehen und dann, ja, jetzt ist passend. So, jetzt ist es in beiden Dingern drin. Und jetzt die Dinger wieder eindrücken. So. Bam. Jetzt kommt wieder vorne dieses, wo haben wir es? Ach, hier vom Reifen. Dieser kleine Pin und dieses kleine Ding hier. Da hat sich ja jetzt nicht wirklich was verändert. Aber so, einmal den Pin da rein tun. Aufpassen, dass er nicht ganz durchrutscht. Am besten so halten. Und dann hier dieses, ist auch ein Sechskant irgendwas, einfach da drauf tun. Dann so weit drehen, dass das da drin verschwindet. Und dann kann man wieder den Reifen drauf machen und dann alles wieder festziehen. Ich mache das jetzt nicht, aber so sieht dann eine Seite aus, wenn man das umgebaut hat. Schon nicht schlecht. Ich werde jetzt die nächsten Achsen alle per Timelapse machen, so damit das alles ein bisschen zügiger geht. Danach machen wir Motor und Platine und halt auch Differential und sowas alles, weil die müssten dann nur eigentlich ausgehängt werden. Egal, aber ich zeige euch einmal so, wie das ganze Ding dann einmal umgebaut wird. Ja, und jetzt bin ich fertig nach halbe Stunde, Stündchen Arbeit. Und so sieht dann das Endergebnis aus. Wie man schön sehen kann, ist der hier umgebaut auf
CNC Aluminium. Die Kugellager sind gewechselt. Sollte jetzt also viel smoother laufen. Kann man da reingucken. Sieht man das? Und statt diese Messingdinger sind da jetzt so Kugellager drin. Sieht natürlich schon um einiges geiler aus von unten. Ne, also alles schön eluxiert und CNC gefräst und Aluminium und was auch immer. Und ja, das ist dann der Umbau. Sollte auf jeden Fall jetzt einiges mehr aushalten, besonders hier gerade im Frontbereich. Die Radnaben sollten jetzt auch nicht mehr brechen. Und wenn, dann war der Unfall wahrscheinlich viel zu krass. Und im nächsten Video, ich mache dann wahrscheinlich jetzt noch ein zweites Video, weil das jetzt ein bisschen länger gedauert hat, zeige ich dann, wie man... Ich mache mal wieder die ganze Sache wieder ab. Das hat übrigens am längsten gedauert, die Haube wieder dran zu machen und nicht die Teile einzubauen. Boah, Finger. Was gibt's noch zu sagen? Hinten das Einzige, es ist genauso wie vorne. Also ist jetzt nichts unterschiedlich. Und man kann ja immer gucken auf der anderen Seite, wie es gebaut ist. Also wenn man an einem rumfummelt, hat man immer noch das Beispiel auf der anderen Seite. Hier genau das Gleiche. Zwei Schrauben lösen, dann kommt das hier raus. Nicht dieses Dings, diese Abstandshalter-Dinger hier vergessen. Die fliegen gerne mal raus. Ansonsten, das Einzige, was echt wehgetan hat, waren hier die Dinger abmachen. Ne? Also das war mit den Fingern schon sehr brutal. Funktioniert aber ohne Probleme. Ja, ansonsten... Hier diese schwarze Schraube, die bleibt. Da gibt es auch keine Ersatzschraube. Das war auch kein Ding. Und ansonsten, ja, das war's. Also nichts Kompliziertes eigentlich, um diese Achsträger und Radnaben hinten umzutauschen. Als nächstes, im nächsten Video zeige ich dann, also im Teil 2, geht es an den Motor, wie man den Motor rausbekommt, wie man die Zahnräder rausbekommt, wie man hier diese Abdeckung abmacht, wie man den Servo austauscht und dann auch die Platine. Wobei ich die Platine nicht austauschen werde, weil ich wette, die ist verklebt. Ja, die ist wahrscheinlich verklebt, weil hier keine Schrauben sind. Da muss man halt ein Messer drunter und dann halt austauschen. Ja, und das war's eigentlich. Also bis zum... Das muss noch ein bisschen festgezogen werden. Aber ansonsten, ja, bis zum Teil 2. Dann viel Spaß beim Fahren und bis zum nächsten Mal.